Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Viele von euch haben sich das Video von Nassr Takparas gewünscht, viele haben mich in den Kommentaren bombardiert. Ich soll das Video raushauen, deshalb habt ihr hier euer Video von Nassr Takparas, dem jungen Striker aus Hamburg, Germany. Ich bin auch aus Hamburg, deshalb man kennt Nasrat hier. Und ja Leute, ein Kampf zwischen den Leichtgewichtsanwärtern ist ein richtiger Banger bei der UFC 257. Nassr Takparas gegen Arman Tsarukyan dieses Wochenende am Sonntagmorgen in der Früh, so gegen 3.30 Uhr oder sowas, denke ich, wird Nassr kämpfen. Aber Leute, das wird ein richtig geiler Kampf. Wir alle wissen, Nassr Takparas ist ein aufstrebender Kämpfer in der UFC. Er steht mittlerweile 4:2. Und wieder auf einer Conor McGregor Card wird er antreten, so wie damals gegen Drew Dober. Aber damals hat er leider den Kampf verloren auf der großen Bühne. Hat damals auch in den Prelims gekämpft bei einem Conor McGregor Event bei der UFC 246. McGregor gegen Cowboy Cerrone. Damals hatte er leider ja starke Probleme gegen Drew Dober, weil er einen Fehler gemacht hat. Aber seitdem hat er wieder einen Kampf gewonnen in der UFC und hat gesagt, dass er sich diesmal besser als jemals zuvor vorbereitet hat. Und Leute, wir alle wissen, Nassr ist ein ehrgeiziger Typ. Er lernt aus seinen Fehlern. Sein UFC-Rekord ist eigentlich sehr bemerkenswert für einen jungen, aufstrebenden Fighter. Er steht auch allgemein 12:3 mit seinem MMA-Rekord. Und ja, Nassr Takparas wirkte für mich sehr bodenständig, sehr ordentlich, sehr selbstbewusst bei seinen Interviews, die er da abgegeben hat bei der UFC, bei den Media Days. Und wir alle wissen, Nassr Takparas trainiert viel mit Ottmaner Seite, ist auch mit dem deutschen UFC-Camp connected. Er hat gesagt, die haben für ihr Trainingscamp bei den Azertas in Marokko viele, viele Kickbox-Champions eingeladen, K1-Profis, die weltbekannt sind und bei Glory auch Champion sind, bei vielen Organisationen, also wirklich die Top-Elite, wenn es um Striking geht. Darüber hinaus hat er immer wieder mit Olympia-Ringern gerasselt, um eine krasse Takedown-Defense herzustellen. Und ja, private Quellen haben mir auch berichtet, dass er persönlich auch bei Usman und Justin Gaethje schwer runterzuholen ist. Also Nassr Takparas Takedown-Defense ist ein richtiger Burner und das muss er hier jetzt bei diesem Kampf auch nochmal beweisen, denn sein Gegner Arman Tsarukyan ist einer der besten Ringer bzw. einer der wirklich aufstrebendsten Grappler in diesem Game. Er steht 15:2 im MMA und 2:1 in der UFC, aber seine einzige Niederlage kommt von Islam Makhachev in der UFC, denn dort hatte er es auch in seinen ersten drei UFC-Kämpfen mit hochrangigen Grapplern zu tun und er verlor gegen Islam Makhachev nach Punkten, aber hat eigentlich sehr, sehr gut performt, das muss man sagen. Das war nämlich sogar sein Pro-Debüt in der UFC und darüber hinaus hat er letztendlich zwei Siege errungen gegen Olivier Aubin-Mercier und Davi Ramos, hat da wirklich richtig, richtig gut ausgesehen. Und ja, darüber hinaus ist er nicht nur ein krasser Grappler, der schon seit seiner Kindheit an ringt und auch im American Top Team trainiert, da wo Masvidal und Dustin Poirier trainieren, sondern er ist auch ein hervorragender technischer Striker. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es sehr, sehr schwer für Nassr Takparas werden kann. Natürlich kann er diesen Kampf gewinnen. Er sagte auch, dass er sich krass zuerst, bevor sein Camp sich nach Marokko verlegt hat, sich mit Usman und Justin Gaethje in Las Vegas vorbereitet hat, mit dem Dominance MMA Team, und da hat er auch viel gelernt, alle ergänzen sich und damit hat er richtig sein Game weiter steigern können. Insofern ist er sehr zuversichtlich. Ich bin gespannt auf den Kampf, Leute. Ich kann den ganz ehrlich nicht predikten. Ich bin ja letztendlich auf beide gespannt. Ich mag Tsarukyan eigentlich auch sehr, weil es ein junger, aufstrebender Fighter ist. Beide sind jung und aufstrebend, aber viele hoffen natürlich, dass Nassr Takparas den Kampf gewinnen wird. Ich bin gespannt drauf. Lasst mich eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren hören und sagt mir, was ihr über beide Fighter denkt. Ansonsten, Leute, genießt die Pressekonferenz heute um 14 Uhr, danach kommt direkt ein Video auf meinem Kanal. Insofern bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.